So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Mod and Play Dwarbent. Und die Lage ist gerade ziemlich kritisch, ja, weil ich habe halt wirklich niemandem hier etwas ge. Doch. Ja, doch, ich habe eigentlich ein paar Burgen verteilt. Warum hilft mir denn? Ja, ist kritisch, kritisch. Ich überlege gerade, weil das ist ziemlich. Ja, kann man das einnehmen mit dem Trupp, den ich habe? Ich glaube halt nicht, weil der Belagerungs. Das wäre jetzt halt kein Belagerungsturm, wäre es einfacher. Ich glaube, ich werde den jetzt auf jeden Fall erstmal angreifen. Damit wir den schon mal aus dem Weg geräumt haben, damit er nicht verteidigen kann. Das ist gerade echt schwer, Alter. Weil ich meine Leute, meine Fürsten unterstützen mich halt gerade nicht. Was soll ich tun? Ich habe jetzt halt nicht den übelsten Elite-Trupp, dass ich da alleine gegen 200 Mann reinrennen kann. Aber wenn wir den weg haben, dann sind das 59 Leute weniger, die verteidigen können. Das ist schon mal ziemlich nice. Am besten jetzt halt auch keine Verluste. Aber der Rolf kämpft erstmal tapfer gegen 10.000. Einer kann ja auch eigentlich nicht sterben. Also ist sowas eigentlich immer geil, wenn so einer, der nicht sterben kann, halt übelst viele Leute ablenkt. Das ist ziemlich nice. So, die fangen schon an zu flüchten, perfekt. Na gut, es sind noch die da hinten. Da müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie zurück in unser Reich kommen. Und irgendwas wird halt noch von uns belagert, glaube ich. Irgendwas wird noch belagert. Müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie in unser Reich kommen und da ein paar Leute mit uns jetzt mitziehen, die uns helfen, die letzte Burg von den Wüstenländern zu erobern. Oh, war das der letzte? Ich glaube ja. Nee, da ist noch einer. Auf geht's, Jungs, alle auf einen. Vergewaltigt ihn. Jeder darf mal dippen. So. Irgendwas wird hier aber irgendwo belagert. Aber gut. Wir werden ja sehen, wenn irgendwas weg ist. Das sind halt 150 Leute. Da kann ich nicht einfach so kämpfen. Das Ding ist, die werden halt versuchen, jetzt die Burg hier zu belagern. Was ja auch kein dummer Move ist. Und guck mal, kommt mal mit mir mit, Leute. Kommt einfach mal mit mir mit jetzt, bitte. Muss mal schauen, nicht, dass wir irgendwo noch was verloren haben. Nee. Ah, guck mal, da kommen schon ein paar. Da kommen schon ein paar. Nice, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Na, hab doch gewusst, die wollten einfach nicht so weit raus in die Wüste. Was ich auch verstehen kann, das ist eine ziemlich lange Reise. So, Brot habe ich auch noch. Gut, dann können wir jetzt losgehen. Hoffen wir mal, dass nicht so viele Leute abspringen werden. Und dann sollten wir das auch machen gegen diesen Belagerungsturm. Hoffen wir mal. So, haben die irgendwas erobert? Irgendjemand? Nee, ne? Wir brauchen jetzt auf jeden Fall halt einen Überblick. So. Jetzt sollten wir genug Leute haben. Was ein Abfuck diese Burg ist. Nee, geht mal weg. Es gibt keinen Frieden, Alter. Die wissen halt schon, was auf sie zukommt, ne? So, Männer.
Jetzt wird's haarig. Jetzt halt mal schauen, wenn ich daneben stehe. Nee, ich kann den halt nicht anschieben, das ist ziemlich dumm. Nur die Männer hier. Und Kleti. Ah, das hier wird jetzt erstmal wieder dauern. Das wird dauern. Lass ich jetzt erstmal. Oh mein Gott, ey, das ist halt so schlimm, Leute, ne? Eine Freundin von mir ist halt einfach gerade in Amerika und macht halt so Auslandsjahr-mäßig. Einfach am. Oh mein Gott, also ich gucke mir halt gerade Fotos an, die sie mir geschickt hat, ne? Die lebt einfach gerade im Paradies. Oh mein Gott, wenn ihr das sehen könntet. Ich gucke sie mir gerade. Oh mein Gott. Ich würde so gerne nach Amerika, Leute. Aber nein, ich muss 8,5 Stunden pro Tag in dem Büro arbeiten. Geil, Alter. Fuck. Alter, das ist echt räudig. Wisst ihr, sie muss einfach nur so. Es gibt halt so Auslandsjahr als Au-pair, heißt das, glaube ich. Wo die halt einfach so bei einer Familie lebt in Amerika. Und halt auf die Kinder, für die Kinder und so sorgt. Gott, Alter, muss das chillig sein. Ich meine, klar kann es auch übelst anstrengend sein, aber Leute, sie wohnt halt einfach am Strand. Ich glaube, sie sind Florida. Ich weiß es nicht. Aber ich sag mal so, ich würde tauschen. Also 28 Grad in Florida. Oder irgendwo auch immer sie ist. Ist mir gerade scheißegal. Aber 28 Grad Sonne und Strand. Gegen 8,5 Stunden Büro. Bei 7 Grad in Deutschland. Das ist nicht so geil. Komm, ey. Nee, ich will mich nicht zurückziehen. Da würde ich gut und gerne mal mein Leben tauschen. Fuck, ey. Aber egal. Gott hasst mich, meine Freunde. Gott hasst mich. So, können wir von hier schon irgendwie. Nee, ne? Der Belagerungsturm, er will auch nicht wirklich vorankommen. Ja, aber das, ganz ehrlich, ich überlege gerade, das muss auch übelst schwer sein, so einen Belagerungsturm durch den Sand zu schieben. Wenn man mal überlegt. Ist ja übelst kritisch, ey. So ein Riesenteil durch den Sand zu schieben. Harte Sache. Als ob ich nicht treffe. Ah, guck mal, ich wollte schon sagen, Alter. Beweg dich doch nicht so scheiße, Alter. Boah, es wird schwer, den zu treffen. Ah, ich krieg halt wieder Damage ohne Ende. Nice, ich habe ihn getötet. Der war wichtig, weil der hat meine Leute beschossen. Oh, nicht wieder da reinfallen. Wo würde ich den treffen? Nice. Du hörst auf als Speere auf meine Leute zu werfen. Oder auf mich, besser gesagt. Du hörst auf, Pfeile auf meine Leute zu schießen. Oder auf mich. Tot. Aber diesmal überleben auch mehr Leute. Und diesmal müssen wir auch nicht gegen 200 kämpfen, sondern nur gegen 100. Oder wer weiß, wie viele das waren. Vorhin. Das Ding ist halt nur, dass diesmal die Fürsten dabei sind in der Burg. In den Arm geschossen. Easy. Kopfschuss. Noch einer down. Das ist übelst gut. Das läuft gerade auf jeden Fall besser als beim letzten. Das kann man nicht sagen. Was jetzt irgendwie schlechter läuft. Komm, kriege ich einen Pfeil wenigstens wieder.
Digga, hör mal auf damit, bitte. Du hörst auch auf, genauso wie du. Ich hab gesagt, aufhören. Und ich sollte. Boah, fuck, Alter, ist das knapp. Diesmal gehört die Burg aber uns. Diesmal muss. Gott, irgendwie hatte ich gerade übelst den Brain-Lag. What the fuck? Ich habe richtig gemerkt, wie in meinem Gehirn gerade alles gestorben ist. Für eine kurze Zeit. What the fuck? Ich war gerade für 5 Sekunden tot. Ich schwöre. Hä? Irgendwie war mein Gehirn gerade übelst weg. Ich weiß nicht, wie ich das gerade beschreiben kann. Aber mein Gehirn war gerade ungelogen für 5 Sekunden einfach nicht anwesend. What the fuck? Ja, das hatte ich ja noch nie sowas. Alter, ich habe mich gerade schon gefragt, warum sage ich nichts? Hä? Krass. So neue Feinde sind eingetroffen. Scheiß mal auf totes Gehirn. Wir müssen jetzt auf die Burg. Kann ich da hinspringen? Nee, ne? Komm, Kledi, beruhig dich. Oder wer bist du? Und Deshavi. Komm mal runter von deinem Ross. Und schrei nicht so. Komm, ich muss da drauf, Alter. Die Bogenschütze tun weh. So, aber wir haben jetzt schon übelst viele getötet, Mann. Das können nicht mehr so viele sein, ist mal ganz ehrlich. Na komm mal, da unten sind halt auch kaum Leute jetzt noch. So, jetzt unterstütze ich mal meine Leute hier. Ja, komm mal, da unten ist die letzte Unterstützung. Das sind nicht mal viele. Fuck it. Das ist nicht so geil, dass ich jetzt mit dem Pfeilhagel bin. Aber ich habe eigentlich noch gut Leben. Also ein paar Pfeile halte ich aus. Oh, da unten sind jetzt doch wieder so viele Bogenschützen, ne? Das Einzige, was halt dumm ist. Ne, was gut ist, dass ich jetzt halt von hinten hier angreifen kann. Aber meine Leute kommen sowieso durch. So, dann machen wir mal so ein bisschen Action. Oh Gott! Das Ding ist ja aber gar nicht mehr so viel Zeit, oder? Ja. Aber, na gut, wir nehmen sowieso schon 30 Minuten auf. Dann machen wir die Burg mal schnell, dann höre ich auch schon auf. Dann kümmere ich mich mal um die Gesellen. Der eine wirft mit Stein, Alter. Was ist das? Guck mal, diese Bogenschützen machen gerade wieder so viele Kills, ne? Obwohl die nicht mal alle schießen. Warum? Als ob die noch mehr Verstärkung haben. Okay, Leute, das kann mir jetzt aber keiner erklären. Das kann mir keiner sagen. Dass die noch. Die haben 100 Leute in der Burg. Und da wollt ihr mir sagen. Dass wir so hart aufs Maul bekommen und dass die so viele Leute haben. So, ich gehe jetzt einfach hier runter. Es juckt mich nicht, Alter. Okay, das ist wieder so dumm, dass ich das mache, ne? Das ist so krass dumm. Das ist halt so krass dumm wieder. Aber ich habe eigentlich nur Steine abbekommen. Und anscheinend wollen meine Leute einfach nicht gewinnen, oder? Irgendwas stoppt die hier gerade vom Gewinn. Vielleicht kann ich mich doch irgendwie von hinten anschleichen, ne? Guck mal, Digga, warum kämpfst du gegen einen, der so eine viel bessere Rüstung als du hatte? Und geh mal weg mit deinem Stock, Alter. Wenn die sich jetzt alle wieder zu mir drehen, werden sie gleich machen, weil meine ganzen Leute halt tot sind. Das mal. Ich bin tot.
Alter. Die Frage ist einfach nur, was geht hier ab, Alter? Ich habe keine Pfeile. Oh mein Gott. Männer, bitte beendet das einfach. Diese Burg ist ja mal richtig hart. Das muss es aber gewesen sein. Alter, diese Burg war wirklich. Also Respekt an diese rhenischen Leute, dass die sich nochmal so einen Kampf geliefert haben. Also das war wirklich hart. Da muss ich sagen, Respekt. Yo! Alter, war das anstrengend. Krass. Ihr seid jetzt alle meine Gefangene. Hey Gott. Wow. Aber die dürfen jetzt erstmal wieder nach Hause gehen. Habe ich sie nach Hause geschickt? Ja. Wow. Krass. Na gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns als nächstes um die hier. Das haben wir auch wieder verloren, ne? Obwohl, ich glaube, ich werde erstmal die hier angreifen, Alter, weil die gehen mir übelst auf den Sack. Die verbreiten sich gerade wie die Pest. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel Grau, Alter. Meine Fürsten verlassen mich wieder, Alter. Das geht mir auf den Sack. Deswegen werden wir erstmal die ficken. Und wenn die uns ein Friedensangebot machen, dann nehmen wir das auch an. Damit wir uns voll auf die konzentrieren können. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's wie immer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung wie immer freuen. Und ja, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ja, ciao.